So, hallo, willkommen zu einem neuen Grasshopper-Video. Und zwar wollen wir uns heute oder wir wollen heute in die Welt der Meshes eintauchen. Je nachdem, wie viel Ahnung oder Erfahrung oder Berührungspunkte ihr mit Meshes schon hattet, fange ich mal ganz von vorne an. Und zwar, Meshes sind im Prinzip eine ganz oder eine nochmal komplett andere Darstellungsform im Dreidimensionalen, als wir das in Rhino mit den NURBS, Polysurfaces und B-Wraps haben. Ich zeige das erstmal kurz im Rhino vielleicht. Also, wenn ich jetzt mal hier bei den Primitiven mir eine Kugel aufziehe, so, dann ist das ja eine Fläche. Auch wenn man es vielleicht nicht vermutet, es ist ein Rechteck. Polysurf bzw. NURBS-Flächen sind immer Rechtecke. Egal, auch wenn es ein Dreieck ist, dann ist es entweder getrimmt oder zwei Ecken laufen in einer zusammen. Also die Logik dahinter ist, ich habe immer eine Rechteckfläche und die ist wie ein gekrümmtes Koordinatensystem. In dem Fall ist sie eben so gekrümmt und hier an der etwas dickeren Linie zusammengefügt. Und hier könnte ich sie jetzt auch aufziehen und eben flach machen. Genau wie das eben bei einem Koordinatensystem x und y gibt, gibt es ja bei gekrümmten Flächen dann eben die Koordinaten u und v. Das hatten wir auch schon. Ja, der Vorteil von NURBS-Flächen, ich kann sie leichter trimmen, ich kann sie leichter aneinandersetzen und ich kann so nah ranzoomen, wie ich will, ich habe immer die gleiche Krümmung, weil die Krümmung ist eben mit einer Funktion berechnet. Also die Fläche ist ja im Prinzip wie eine, wie gesagt, wie eine Funktion im Raum, im Koordinatensystem. Und dementsprechend gibt es keine Auflösung an sich. So, was sind jetzt Meshes? Also ich kann jetzt mal schnell ein Mesh aus dieser Kugel hier machen. Mit dem ganz einfachen. Na komm, so. Also ganz einfach hier Polygonnetz aus Flächenverband und jetzt habe ich hier das Mesh. Das macht man ja in Rhino meistens nur, wenn man es dann exportiert, um es 3D zu drucken oder CNC zu fräsen. Eigentlich hat man im Rhino ja kaum Berührungspunkte mit Meshes. Liegt einfach daran, weil Rhino nicht für die Bearbeitung von Meshes gemacht ist. Aber was ist jetzt ein Mesh? Ein Mesh ist im Prinzip eine Ansammlung aus Punkten, die zu drei oder vier Ecken im Raum verbunden sind. Und dabei gilt immer, dass die Verbindung zwischen den Punkten niemals gekrümmt sein kann. Das ist immer die kürzeste gerade Verbindung. Im Prinzip wie man kann das sehr, sehr gut mit Vektorgrafik und Pixelgrafik im 2D vergleichen. Also sobald ich einen Kreis in der Vektorgrafik habe, kann ich ranzoomen so nah wie ich möchte. Das bleibt immer rund. Aber sobald ich diesen Kreis dann eben rastere, indem ich ihn zum Beispiel als JPEG oder Bitmap exportiere und dann ranzoome, sehe ich irgendwann die Pixel. Genauso ist es bei Meshes. Je nachdem, wie hoch hier eben die Auflösung ist, desto eher wird aus der Kugel so eine, ja, Disco-Kugel mit Facetten. Jetzt ist hier ist die Auflösung jetzt sehr, sehr gering. Also wenn man das so drucken würde, 3D drucken würde, würde man sogar die Facetten sehen. Und Ziel ist es dann eben eigentlich, die Meshes so zu machen, dass sie so hoch aufgelöst sind, dass man das gar nicht mehr sieht, dass es einzelne Facetten sind, sondern dass es eben rund wirkt. Genau wie bei einem Pixelbild macht man einfach die Anzahl so hoch, dass es eben aussieht, als wäre das glatt und eben nicht in kleinen Stufen abgestuft. So, aber die Meshes sind natürlich auch nicht nur schlecht, sondern sie haben auch Vorteile. Andere Programme wie Blender, Cinema 4D oder Mesh-basierte Programme funktionieren nur damit. Und man kann damit genauso arbeiten, auch wie mit NURBS-Flächen. Und in Grasshopper gibt es auch mehr Möglichkeiten, damit zu arbeiten und tatsächlich mit den Vorteilen auch zu arbeiten. Ein großer Vorteil ist, sie sind deutlich rechenunintensiver. Also wenn ich jetzt die gleiche Struktur oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, 50 von diesen NURBS-Kugeln anordne, dann
kämpft mein Rechner irgendwann schon, vielleicht nicht bei 50, aber sagen wir mal 500, weil er jedes Mal die Koordinatensysteme eben neu berechnen muss von jeder Kugel einzeln. Die Speicherkapazität von den Punktkoordinaten dieser paar Punkte, die jetzt meine Kugel hier ausmachen, die ist deutlich geringer und da kann ich auch das 10, wenn nicht sogar 100-fache an Geometrie gleichzeitig in meinem Fenster haben, ohne dass es zum Ruckeln kommt. Computerspiele zum Beispiel funktionieren auch immer über Meshes aus genau diesem Grund. Also die Objekte in Computerspielen sind Meshes, Mesh-Polygone, Polygonnetze eben zu Deutsch. Und ja, noch ein Vorteil, den man vor allem im Grasshopper benutzt, ist, dass Meshes viel freier sind in ihrer Bearbeitung. Also ich kann die Punkte ziehen und zupfen, wie ich möchte. Einzige Einschränkung, es muss immer ein Viereck dazwischen ergeben oder eben ein Dreieck, je nachdem. Es gibt eben drei- und viereckige Meshes, klassischerweise. Und ich kann zum Beispiel Verästelungen, das ist ein klassisches Beispiel. Also wenn ich Gabelungen und so knochenartige Strukturen, wie sie ganz oft in Beispielen für parametrische Gestaltung angeführt werden, eben auch wie die Voronoi-Struktur, die wir letztens hatten, und das dann alles noch so schön weich mit Übergängen. Sowas ist extrem schwer mit NURBS-Flächen darzustellen, aber extrem einfach mit oder einfacher mit Meshes. Genau. So viel zur Theorie. Jetzt gehen wir wieder in Grasshopper. Und zwar haben wir hier den Tab Meshes. Mesh. Genau wie der Surface-Tab davor ist der auch so ein bisschen aufgebaut. Also ich habe eben auch die Analyse hier. Dann habe ich die Primitiven und Util, also Bearbeitung. Diese Triangulation ist ja noch ein bisschen Spezial-Tab. Und ich habe hier noch so ein paar Plugins, aber die ignoriert ihr einfach mal. Das ist übrigens auch nochmal ein Tipp, wenn ihr dann tiefer in Meshes einsteigt. Da gibt es sehr, sehr viele sehr gute Plugins, die für spezielle Anwendungen eben gemacht sind, die extrem leistungsstark sind. Kleiner Nachteil, die sind meistens nur für Windows. Aber sobald man tiefer in Meshes einsteigt, dann kommt man eigentlich um Plugins meistens kaum mehr rundherum. Wir wollen uns aber mit den Basics beschäftigen. Sprich, wie erzeuge ich Meshes und was ist so ein bisschen der Unterschied? Und ein erster großer Vorteil, den lernen wir jetzt gleich kennen. Aber zuvor schaue ich mir einfach mal an, was passiert, wenn ich jetzt mal so ein primitives hier, also primitive Meshbox mache. Matchbox. Nein, eine Meshbox. Und wir sehen schon, es ist ein bisschen ein Unterschied zur Surface-Box, wenn ich mir eine Center-Box zum Beispiel machen würde. Ich kann hier gleich so eine Art Count einstellen. Das ist eben die Anzahl der Faces, also der Facetten des Meshes. Und wer sich jetzt denkt, dass das gleich wie so eine Art Raster ist, was automatisch auf den ganzen Körper ist, der liegt gar nicht so falsch. Im Prinzip ist es genau das der Vorteil von Meshes. Ich kann durch die Auflösung eben auch gleich Deformationen und Attractors auf die Fläche selbst oder auf das Mesh selbst anwenden, ohne vorher noch ein Raster draufziehen zu müssen. Werden wir eben im Folgenden gleich sehen. Um das nochmal deutlich zu zeigen, mache ich jetzt mal einen Slider bis 10. Und den kann ich mir jetzt verdreifachen. Und füge den jetzt mal hier in die jeweiligen Counts ein. Ach so, und falls ihr die Linie noch nicht seht, müsst ihr auf Display gehen. Und hier unten könnt ihr euch die Mesh Edges anzeigen lassen. Das macht total Sinn, dass man sich die anzeigen lässt, um einfach zu sehen, was man gerade für ein, mit was für einem Mesh man es sozusagen eben zu tun hat. Genau, wenn ich jetzt hier die Auflösung verändere in die eine Richtung, kann ich jetzt bis 0 geht nicht natürlich, weil dann ist es weg. Aber ich kann bis 1 eben immer runtergehen. Und es ist genau wie wenn ich einen Raster eben bei meinen Grid-Komponenten habe, kann ich eben das Grid einstellen, bloß dass es diesmal die Geometrie selbst ist, die sich verändert und nicht das drauf gemappte Raster. Also 1, 1, 1 habe ich jetzt wirklich ein extrem rudimentäres Mesh, was nur aus 8 Punkten besteht, die im Raum sind mit Koordinaten.
Und die Informationen darüber, wie sie miteinander verbunden sind, muss noch irgendwie gespeichert werden. Und ansonsten ist das wahrscheinlich wenige Kilobyte, nur wenn nicht sogar Bytes, nur groß, diese Information. Wenn ich es aber als NURBS-Fläche, als Polysurface den Würfel abspeichern würde, wäre eben deutlich größer. Nachteil hier, ich kann jetzt nicht einfach ein Loch reintrimmen. Das ist eben dann der Vorteil von den Polysurfaces. So, ja. Beim Würfel ändert sich jetzt nicht so viel. Ich zeige das Ganze nochmal mit einer Sphäre, also mit einer Kugel. Lösche jetzt mal die Box wieder. Und hier habe ich jetzt den Radius als Größe und ich habe nur in zwei Richtungen natürlich. Also wie auch bei einer, ist ja im Prinzip wie eine Weltkugel, also einmal die Meridiane und die Breitengrade sozusagen, würde man es geografisch ausdrücken. Und das passiert, wenn ich die eben vereinfache. Das ist genau das Problem der Auflösung. Also wenn ich jetzt weiter runter gehe, 2 geht nicht mal, weil 2 kein Volumen ergibt. Ich kann minimal auf 3 runtergehen, dann habe ich hier so ein ganz einfaches Polyeder. Und wenn ich aber auf 10 hochgehe, komme ich dann schon relativ nah an die Kugel ran. Und wenn ich jetzt das mal ein bisschen übertreiben würde und ich sage mal, ich gehe auf 100, dann habe ich eine sehr, sehr dichte Kugel. Und wenn ich jetzt hier oben die Edges ausschalte, kann ich gar nicht mehr sagen, ob das jetzt einzelne Facetten sind oder eine runde, glatte Kugel. Das ist das Prinzip eben hinter Meshes. Ich schalte mir meine Edges wieder ein und kann jetzt hier eben meine Auflösung ganz einfach ändern. So, was machen wir jetzt mit den Meshes? Wir werten das jetzt mal beispielhaft eben ganz einfach mal genauso, wie wir unsere unser Grid eben hatten. Also ich mache mal eine Plane hier. Wenn man jetzt den Grasshopper-Teil nicht sehen würde, könnte man ja jetzt kaum sagen, ob es sich um ein gemapptes Raster oder um ein Mesh handelt, nur von dem Bild. Deswegen ist das jetzt ganz, ja, eine ganz gute Analogie zu unseren vorigen Attractor-Geschichten. Und ich mache mir hier den Count, den mache ich mal ein bisschen höher. So. Wie gesagt, bei Meshes kann man immer deutlich feiner werden, ohne dass der Computer oder der Rechner Probleme bekommt, weil die doch ja, von der Datenmenge deutlich geringer sind. Und ja, jetzt kann ich einfach sagen, das Mesh ist sozusagen mein Raster und ich kann es zerlegen. Und zwar habe ich hier den Befehl deconstruct mesh. So. Und was mein Deconstruct Mesh macht, er zerlegt das eben in die sogenannten Vertices, also das sind die Eckpunkte. Also jedes Viereck hat eben sozusagen 4 Vertices, beziehungsweise stimmt gar nicht, die Vertices sind hier einzeln zwischen den Vierecken. Also da, da, da und da sind jeweils 4 Vertices und dieser Punkt hat eben 2 Kanten, dieser hat 4 Kanten und so weiter. Faces ist einfach die Verknüpfung. Also hier sind die Nummern meiner Vertices gespeichert. Also Face 1, also Fläche 1 ist sozusagen da oben oder an der anderen Seite, je nachdem. Das weiß ich jetzt nicht. Und da steht eben drin, Face 1 besteht aus Vertices 0, Vertices 1 und hier wahrscheinlich dann Vertices, da stand es ja, 52 und 51. Also da zählt es bis 50 in der ersten Reihe, dann kommt hier 51, 52. Deswegen besteht die erste Fläche in der Reihenfolge 0, 1, 52, 51. Und so ist hier die Information über die Verbindung des Ganzen gespeichert. Also ich kann es ja auch komplett falsch verknüpfen. Es muss ja auch irgendwo eine Logik sein, wie meine Vertices verknüpft sind. Und diese Information ist eben bei Faces gespeichert. Zusätzlich hat man noch Colors, also man kann Meshes eben auch einfärben. Das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Analyse machen möchte, also Stresstest oder sowas. Da kann man das eben als Mesh ausgeben lassen und kann sich dann eben den
die Kräfte, die wirken, gibt Plugins, die eben Kräfte darstellen können, und die kann man sich aus Colors ausgeben lassen. So kann man eben Meshes ja, einfärben, kolorieren. Braucht man eher selten. Ganz gut oder ganz hilfreich sind noch die Normals. Das sind Vektoren, die im rechten Winkel von den Vertices weggehen, jeweils wie die Faces rundherum sind. Also bei einer Ebene hier gehen die natürlich alle gerade nach oben. Aber wenn ich eine Kugel habe, gehen die eben wie ein Stachelball nach außen. Und das erspart uns auch schon mal einen kleinen Schritt gleich. Wir werden wir gleich sehen. Genau, was können wir jetzt machen? Wir können die Vertices können wir genauso attracten wie die Knotenpunkte in unserem Raster letztes Mal. Dafür machen wir uns erstmal einen Punkt in Rhino. Den müssen wir natürlich jetzt wieder in Grasshopper holen. Referenzieren wir hier. Set one point. Das ist unser Punkt. Wenn ich den jetzt hier verschiebe, verschiebt er sich eben die Referenz auch mit. Und ja, ganz einfach, Distance brauchen wir jetzt wieder, also die Entfernung. Finden wir unter Vektor bei Point die Entfernung, Distanz zwischen unserem Attractor Point und den Vertices, also den ganzen Punkten, die unser Mesh ausmachen. Haben wir jetzt die ganzen Distanzen wieder, und jetzt können wir in Abhängigkeit der Distanz können wir das Ganze eben verändern. Das klassische Attractor-Prinzip. Dazu müssen wir jetzt wieder unsere kleine Remapping-Strecke aufbauen. Einmal mit der Domain, die wir uns konstruieren. Dann die Domain, die unsere Nummern hier aus, unsere Entfernungen ausgeben. Mit dem Befehl Bounce können wir die ja automatisch generieren. Das spart uns ein bisschen den Umweg darüber, den größten und kleinsten Wert des Ganzen ermitteln zu müssen. Das macht eben dieser Befehl schon alleine. Und dann brauchen wir noch den Remap Numbers. Target Domain, Source Domain ist unsere ermittelte Domain über die Bounds. Und wir konstruieren jetzt eine Domain bis, ja, bis 10. Domain End ist 10. Ich kopiere mir den Slider gleich nochmal, und Domain Start ist eben 0. Das ist unsere Zieldomain, und unsere Werte sind unsere Entfernungen. So. Alles ein bisschen hochschieben hier, ist ein bisschen viel. Genau, jetzt haben wir das Ganze eben geremappt, und jetzt können wir unsere Vertices, also unsere Punkte, einfach verschieben. Indem wir hier bei Transform hatten wir Move, unseren Move-Komponenten. Wir moven unsere Punkte, und man sieht schon, es passiert schon was. Sie werden alle gleichmäßig nach oben verschoben, aber wir wollen das jetzt in Abhängigkeit der Entfernung zu unserem Punkt lösen. Dafür brauchen wir noch den ganz einfachen Multiply, also Multiplication. Multiplizieren wir jetzt unsere gemappten Werte mit dem normalen Vektor. Hier kommt der normalen Vektor ins Spiel, der ist jetzt eben wichtig oder hilfreich, nicht wichtig, sondern hilfreich, weil der macht uns ein bisschen unabhängig von den Richtungen, das werden wir gleich sehen. Und wir müssen nicht erst noch einen Z-Vektor generieren, wir können einfach gleich den normalen Vektor nehmen. Das ist ein bisschen einfacher. Den normalen Vektor eben analog zu der Entfernung unseres Punktes verstärkt, können wir jetzt als Motion nehmen. Und was passiert, das sehen wir. Es wird so eingedellt. Also je entfernter das ist, desto stärker geht es nach oben, weil wir das ja eben ermittelt haben. Und je näher das Ganze unserem Attractor Point hier ist, desto weniger geht es nach oben. So, wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen moderieren wieder, indem wir uns, indem wir uns einen Graph Mapper reinholen. Hier nehmen wir mal den ganz normalen konischen Konik oder Bezier, was ihr wollt. Das ist relativ ähnlich.
müssen noch unsere Werte anpassen, weil wir haben jetzt bis 10 geremappt. Deswegen gehe ich hier auf 10 und auch in der Y-Richtung auf 10. Okay. Meine gemappten Werte mappe ich jetzt nochmal über den Graphen und gehe dann erst in die Multiplikation. Und jetzt kann ich sie eben hier relativ gut anpassen, indem ich den, ich sage immer, vergleiche das immer relativ bildhaft mit Bildbearbeitungsprogramm und der Tonwertkurve, indem ich den Kontrast höher ziehe, indem ich das eben ins obere Drittel ziehe, ziehe ich auch hier im 3D meinen Kontrast höher. Und jetzt ist mein Punkt hier wie ein Gravitationsobjekt, was das Ganze eben verkrümmt. So, ich blende mal das Deconstruct aus und ich blende auch mal meine Plane hier aus, um das Ganze hier eben darzustellen oder nur das eben anzuzeigen. Jetzt fehlt noch ein Schritt, wie komme ich wieder zurück zum Mesh? Und der Schritt ist extrem simpel. Es gibt nämlich diesen Deconstruct Komponente, gibt es genau umgedreht auch nochmal als Construct Mesh. Und da kann ich einfach nur meine anderen Punkte reinnehmen und den Rest genau wie er ist übernehmen. Und so mache ich das wieder zum Mesh. Komischerweise nicht mit bei dem Reiter, wo das Deconstruct ist, sondern bei diesem Primitive. Wäre schöner, wenn die sich gegenüberstehen würden, aber tja. So ist das halt. Ja, als Vertices nehmen wir unsere Punkte hier, die wir verschoben haben. So, und das Ganze funktioniert übrigens nur, weil wir die Punkte in der Liste in ihrer Reihenfolge jetzt nicht geändert haben. Wir haben sie eben nur verschoben. Also wer jetzt anfängt, hier die Punkte zu sortieren, da kommt natürlich durcheinander, weil unsere Faces, also unsere Zuordnung zu den Flächen, ist die gleiche geblieben. Ihr dürft die Punkte niemals in der Liste verändern. Ihr dürft sie nur mathematisch bzw. geometrisch im Rhino verändern, aber die Anordnung der Liste darf muss eben gleich bleiben. Sonst funktioniert es natürlich nicht mehr. Faces sind genau die Faces, die wir vom Deconstruct hier haben. Die Faces kommen genau wie sie sind, eben unverändert in unseren Construct Komponente. Wenn ich jetzt den Move noch ausblende, sehen wir, haben wir jetzt hier das Mesh analog zu unserem anderen, aber deformiert eben konstruiert. Wenn ich die Edges ausblende, habe ich eben wie eine stark transformierte Fläche auch nur. Könnte ich jetzt gar nicht direkt sagen, ob es sich um ein Mesh oder eine Polysurface handelt. Und ich kann eben hier über den Graph-Mapper sehr schön auch einstellen, wie krass mein Effekt ist. Und ich könnte jetzt auch hier über die Domain, die ich erzeuge, einstellen, was passiert. Wenn ich das Ganze nämlich umkehre, dann kehrt sich auch der Effekt um. Muss ich natürlich meinen Graphen auch umkehren. Und dann habe ich jetzt hier einen Punkt, der sozusagen einen Gipfel, einen Peak darstellt. Und ich kann dann hier problemlos auch meinen Attractor eben in seiner Position verändern und der verändert eben das Mesh auch. So, und auch ein weiterer ja, schöner Effekt ist, ich kann das Mesh natürlich auch in seiner Auflösung noch verändern. Also wenn ich jetzt hier reingehe und 100 nehme, dann wird das Ganze einfach nur ein bisschen feiner, ein bisschen glatter. Aber das Prinzip funktioniert immer noch. Oh. So, jetzt habe ich ein sehr, sehr großes Mesh, also 100 mal 100. Das wäre in einem Grid schon wahrscheinlich zu viel für meinen Computer. Aber im Meshes macht das eben keinen Sinn, weil alles, was er braucht, sind die Koordinaten von meinen Punkten und die Zuordnung. Das sind eben die einfachen Daten, die das Mesh erhebt. Deswegen kann ich hier viel schneller arbeiten.
Ja, doch, jetzt ruckelt es natürlich auch schon ein bisschen. Mach mal wieder ein bisschen weniger. Wird er auch wieder mit mehreren Attractern funktionieren. Zeige ich jetzt an der Stelle nicht mehr. Das könnt ihr selbst euch programmieren. Ich zeige Ihnen jetzt noch was anderes. Und zwar, was wirklich auch noch ein Riesenvorteil ist, ich kann auch andere Körper genauso mit demselben Algorithmus verändern. Also wenn ich jetzt hier meine Kugel habe, so, ich nehme jetzt mal die Slider von hier. Und ja, beim Grid, sage ich mal, also bei den Rastern war es ja immer schwierig, geschlossene Körper irgendwie darzustellen. Das ist ja meistens so eine Fläche, wo das Ganze funktioniert. Aber wenn ich jetzt statt meiner Plane hier die Sphere benutze, ist das Prinzip genauso möglich. Jetzt kann ich hier eben mit meinem Attractor auch meine Kugel deformieren. So, bei der Kugel macht es natürlich mehr Sinn, das Ganze ein bisschen einzudellen. Deswegen kehre ich das nochmal um. So kann ich jetzt hier eben eine Delle in meinen in meine Kugel reinmachen. Beziehungsweise ich kann auch ein, also ich kann jedes Mesh nehmen dafür. Das ist das Schöne an Meshes. Dadurch, dass es sowieso schon kleine, ja, ich sag mal, Polysurfaces sind, dadurch, dass es immer aus Dreiecken und Vierecken zusammengesetzt sind, ist die Topologie am Ende relativ egal. Also es macht keinen Unterschied. So, ich nehme noch mal eine, das letztes Mal noch mal eine Box. Ha. Hier macht es eben dann doch einen Unterschied, weil die Kanten eben nicht verschweißt sind. Da kommen wir eben später nochmal drauf zurück. Die werden jetzt auseinandergestülpt. Das ist noch so eine kleine Besonderheit. Aber ansonsten funktioniert es eben wirklich mit jedem Mesh. So. Ja, das war so eine kleine Einführung zu den Meshes eben. Wie sind die aufgebaut? Wie funktionieren die? Ein kleiner Nachteil noch zum Schluss, wenn ich es natürlich backe, dann ist es in Rhino natürlich auch nur ein Mesh und keine Polyfläche oder keine NURBS. Und in Rhino kann ich natürlich jetzt mit dem Mesh eher schlecht oder eher begrenzt nur weiterarbeiten. Also wenn ich mich dafür entscheide, in Meshes zu gehen, dann ist es meistens so, dass ich in Grasshopper bleibe und das Mesh da eben ja bis zum Ende auch noch weiter bearbeite, sage ich mal, weil Rhino eben doch eher nur mit NURBS flächen kann. Aber die Vorteile in Grasshopper liegen auf jeden Fall auf der Hand und ja, das wird, wir werden dann in den nächsten Malen auch noch weiter schauen, was geht da, was sind da noch so Unterschiede und Vorteile von Meshes im Gegensatz zu den NURBS-Flächen. Ein weiterer Vorteil wäre eben, ich könnte jetzt auch schon das Ganze 3D drucken, wenn es eine Wandstärke hätte und müsste es nicht erst noch konvertieren. Genau. Aber dazu beim nächsten Mal mehr.